Reuthochschule für Technik. Studiere Zukunft. Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Sondermeldung. In der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin-Wedding haben Tentakelköpfe die Macht ergriffen. Wir schalten jetzt live zu unserer Außenreporterin. Hubertin, Sie haben sich in den Brandherd Wedding begeben. Wie ist denn dort die Lage? Ja, Franzin, zuallererst von einem Brandherd ist hier heute wirklich nicht die Rede. Die Weddinger, wie auch die Beuth-Hochschule für Technik, setzen bei Konfrontationen stets auf ihr altbewährtes Wundermittel. Von Hexen und Zauberern im Wedding gehört. Aber von welchem Wundermittel sprechen Sie denn jetzt genau? Ja, also von Hexen und Zauberern ist hier heute keine Spur. Die Weddinger, wie auch die Beuth-Hochschule für Technik, setzen bei Konfrontationen stets auf Integration. Sie haben die Tentakelköpfe mit offenen Armen empfangen. War das denn nicht gefährlich? Oh doch, Franzin. Sie hätten dabei fast einige ihrer eigenen Köpfe verloren. Allerdings sind mittlerweile die Integrationskurse in vollem Gange. Die Tentakelköpfe wurden also einfach in den Lehrplan der Beuth-Hochschule für Technik integriert. Hubertin, Ihr Ton ist zurzeit wirklich sehr schlecht. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich anstatt in ein Mikrofon in eine Haarbürste spreche. Aha. Vielen Dank, Hubertin. Haben Sie denn bereits Bildmaterial aus dem Inneren der Hochschule? Ja, wir haben exklusives Bildmaterial von den Integrationskursen, das wir auch bereits an den Sender übermittelt haben. Liebe Zuschauer, das Bildmaterial aus der Beuth-Hochschule für Technik sehen Sie jetzt. Die Kunst der Tuschezeichnung ist auch in der menschlichen Kultur schon seit Tausenden von Jahren als graziles Handwerk bekannt. Diesen Ansatzpunkt hat die Beuth-Hochschule für Technik sofort genutzt, um eine Kunstform für beide Spezies zu propagieren und zu fördern. Dies rief das Modul Inkting ins Leben. Mit diesem Beitrag möchten wir auch die Sondersendung beenden. Es besteht kein Grund zur Panik. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zurück ins Studio. Und jetzt zum Sport. Danke, Franzin. Allerdings muss ich dich korrigieren. Du meintest wohl zurück zum Imagefilm der Beuth-Hochschule für Technik.